Frühmorgens auf dem Betriebsgelände der Neubrandenburger Feuerwehr in der Ziegelbergstraße. Ein ruhiger Morgen, keine Sirenen, die den Nebel durchdringen, keine Fahrzeuge, die zum Einsatz rasen. Selbst auf der angrenzenden Baustelle gehen die Arbeiten heute sehr geräuscharm voran. Hier entsteht eine neue Fahrzeughalle. Erst vor wenigen Tagen wurde Richtfest gefeiert. Anders als die regulären Einsatzfahrzeuge, die von jeher in den Hallen der Feuerwehr ihren festen Platz haben, wartet die Spezialausrüstung derzeit ausgelagert in der Ihlenfelder Straße auf mögliche Einsatzgebiete. Nach Fertigstellung der neuen Fahrzeughalle soll auch diese Technik in die Ziegelbergstraße umziehen. Die Einsatztechnik, die im ersten Abmarsch gebraucht wird, befindet sich ja schon jetzt in den Fahrzeughallen. Aber für uns ist es gerade bei Großschadenslagen immer sehr umständlich, erst diese Reservetechnik, die wir zweifellos brauchen, immer aus der Ehlenfelder Straße abzuholen. Bei der Reservetechnik handelt es sich um Komponenten, zum Beispiel Atemschutz, Strahlenschutz, Chemikalienschutz, dann Module für den Aufbau von Wasserversorgung über lange Wegestrecken, Technik und Material, das wir bei Umweltschutzeinsätzen benötigen, etc. etc. Zukünftig stehen für diese Reservetechnik 10 zusätzliche Stellplätze bereit. Geplant sind darüber hinaus eine neue Tankstelle, eine Waschhalle und ein Übungsturm. Seit 1996 wird der in den 60er Jahren etablierte Standort der Feuerwehr in der Ziegelbergstraße kontinuierlich modernisiert und weiterentwickelt. Alte Hallen sind mehrere Neubauten gewichen. Mit der nun in Bau befindlichen Fahrzeughalle ist das Betriebsgelände ausgebaut, bietet fortan optimale Bedingungen. Auf dem Areal in der Ziegelbergstraße sehen sich die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Innenstadt auch für die Zukunft gut aufgestellt. Also unsere Altvorderen haben 1960 eine sehr kluge Entscheidung getroffen, als man sich für die Ziegelbergstraße entschied. Wir erreichen von der Ziegelbergstraße jeden Punkt der Stadt innerhalb einer Zeit von 10 Minuten, was ja die geforderte Hilfsfrist entsprechend der Feuerwehrorganisationsverordnung auch ist. Im Frühjahr 2021 soll die Baumaßnahme als letzte in einer langen Reihe abgeschlossen sein. Eingeweiht werden Fahrzeughalle und Turm im Zuge einer Bergungsübung.